Und das nutzen wir gleich mal. Das nutzen wir gleich mal, um die Tür hier zu öffnen. Und auch hier ist es wieder zappenduster, aber wir können ja mal gucken. Die Lampe ist da oben. Freut mich, dass man trotz totaler Dunkelheit irgendwie so, weiß ich nicht, so einen sechsten Sinn hat, wo man einfach Gegenstände erspürt. Ach, ist ja, oh. Ist ja bezaubernd, sieht ja sehr wohnlich aus. Hier möchte ich gleich einziehen. So, was passiert jetzt? Durch die Tür geht es auf den Bodenraum. Jetzt muss eine Person unten die Hauptsicherung ausschalten. Okay, das speichern wir, das ist wieder was Zeitabhängiges hier. Ich möchte jetzt nicht das Zeitliche segnen. Okay, das mit dem Farb, mit dem Fleck, das hatte ich gar nicht im Sinn. Also schalten wir die Taschenlampe ein. Sieht aus, als seien die Batterien leer. Was? Vielleicht finde ich irgendwo andere. Hä? Ach Mist, waren die ganze Zeit an. Aber ist nicht schlimm. Ich habe ja noch das Radio. Und die Batterien können wir also verwenden für die Taschenlampe. Und die können wir jetzt einschalten. So, jetzt muss es alles schnell gehen. Wendy. Ach, das ist doch Mist, ja. Das ist doch ein Mist. Das heißt, ich muss jetzt trotzdem wieder den ganzen Weg nach unten gehen. Und muss trotzdem nochmal mit dem. Auf wie habe ich denn überhaupt noch den rostigen Schlüssel? Ja. Den habe ich noch. Ich muss trotzdem noch mal nach unten. Also wenn die Gefängnistüre zu ist, dann ist sie zu. Ja, ich muss ihn also. Nee, Moment mal. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich überreagiert. Ich dachte schon, jetzt war es das. Nein. Es gibt doch den losen Stein jetzt. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich habe jetzt noch keine Lust, wirklich das Let's Play hier auf den letzten Metern zu verkacken. Durch einen Fehler. Nein. Es gibt doch den losen Stein. Das heißt, eine Person kann nach draußen gehen, kann dann das schnell mal erledigen. Das heißt, jetzt gehen wir da durch. Durch diese. So, jetzt wird Wendy. Okay, die steht hier schon an der Tür. Das heißt, Michael, du drückst mal den losen Stein. Wendy flutscht mal hindurch. Öffnet den Dings hier. Benutzt den Hauptschalter. Oder zieht den Hauptschalter. Oder drückt den Hauptschalter. Macht doch irgendwas. Oder schalt aus. Dave. Jemanden Strom abgedreht. Ja. Ist okay, ist okay. Schon fertig. Ah, meine Ohren. Lieber so, als wenn ein Tentakel, Bubo-Tentakel mich trifft. Gut, ich wurde nicht erschlagen. Oh, ja. Wie die Beine. Edna. Ich habe Ärger mit dem Zombie-Mart. Ich muss mal den Strom abdrehen. Es dauert nur 5 oder 6 Minuten.
Ist das alles, was du zu sagen hast? Du warst unten im Keller seit über 5 Jahren. Manchmal glaube ich, du liebst den Meteor mehr als mich. Beruhige dich, mein Schnuckiputz, bald wird alles wieder gut. Wirklich. Ja, sicher. So, genau. Dann haben wir das. Dann haben wir es ja fast geschafft, ne? Mit der Münze kann man. Okay. Jetzt ist hier wieder irgendwas mit Merken. Das heißt, ich werde mir eine Textdatei mal anlegen. Für den Fall der Fälle. So, jetzt dieser. Wer hat denn jetzt diesen Umschlag? Den Umschlag hat Dave. Nicht, sondern Michael. Genau, der hat den Vierteldollar. Das heißt, jetzt Wendy drückt jetzt mal den Stein. Und Michael flutscht hier durch. Wenn er etwas schneller wäre. Probieren wir es nochmal. Michael durch da. So. Ja. Jetzt muss ich nämlich in den Spielraum. Ach, wenn ich wüsste, wo war denn der? Nee, das war der Musikraum. Ach, der war ja hier auf der Etage, oder? Jetzt wieder. Tiefste Dunkelheit. Nee, das ist falsch. Ich bin ja falsch. Das ist das Medizinzimmer von ihm. Ja, das Problem ist, ja, ich glaube, da muss ich jetzt noch mal kurz Pause machen. Ich melde mich gleich wieder, bin gleich wieder da. So. Weiter geht's. Also, ich speichere jetzt nochmal, weil scheinbar, ich weiß nicht, ob der. Wir brauchen jetzt den Highscore von dem Spielautomaten hier. Die Sache ist, Dr. Fred war da noch nicht dran. Aber vielleicht können wir das ja schon erkennen. Highscore. Wee. 3300. Drei, drei, null, null. Wir versuchen das mal. 3300. So, jetzt speichern wir noch mal einen anderen Spielstand lieber. Ja. So, so, jetzt gibt es noch verschiedene Wege, die wir scheinbar gehen können. Obwohl ich ehrlich gesagt lieber erstmal warten würde. Ich glaube, ich lade nochmal. Weil das kann sein, dass ich wirklich erst warten muss, bis Dr. Fred den Spielstand oder an den Automaten gegangen ist. Aber da würde ich sagen, dafür pausiere ich mal die Aufnahme, weil ja, ich muss jetzt hier nicht minutenlang einfach nur ins Leere starren oder ich möchte das jetzt auch nicht unbedingt antun. Deswegen pausiere ich hier mal und es geht dann weiter, wenn Dr. Fred am Automaten gespielt hat. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Also es hat jetzt gar nicht so lange gedauert, ungefähr 5 Minuten und jetzt steht er an dem Arcade-Automaten. Das ist gut, das heißt, wir können jetzt nochmal speichern und ja, ich hoffe, er ist jetzt schon weg. So, jetzt benutzen wir nochmal den Vierteldollar, einfach nur, um zu schauen, ob das auch wirklich der richtiger Highscore war. Nee, siehst du? DFE 8640. Das schreibe ich mir gleich mal auf. 8640. So, und wir speichern dann auch vorsichtshalber nochmal auf einen anderen Spielstand, falls ich irgendwas da falsch gemacht haben sollte. So, und jetzt sind wir eigentlich kurz vorm Ende tatsächlich. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist uns Hilfe holen. Jetzt hat jemand das Licht ausgemacht. Ja, na gut, er hat ja gesagt, dass er kurz das Licht ausmachen muss. Dauert nicht lange, sagt er. Wendy. So, Wendy kann nämlich jetzt noch was machen. Und zwar muss sie ins U Untersuchungszimmer. Dafür. Wo bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? Warum bin ich? Das ist jetzt natürlich. Da muss ich mal Dave nehmen. Vielleicht komme ich mit ihm mal runter und kann wieder den Strom anschalten. Oh, jetzt habe ich mich. Jetzt habe ich mich vor ihm erschrocken. Ich habe den noch dahingestellt und trotzdem erschrecke ich mich. Michael kann jetzt. Hier ist die Stahlsicherheitstür. Hier geht's nach unten. Dave. Oh, jetzt zu spät oder was, hä? Hau bloß ab, du lila Schleimbeutel! Rühr mich nicht an! Lila Tentakel! Hör auf, den Experimenten zu spielen! Bring sie her, es ist gleich soweit! Wieso ist denn das jetzt dunkel? Ja, dieser, da muss kurz den Strom abschalten, aber. Ach, Mensch, nee. Ja, dann benutzt doch deinen blöden Schlüssel da. So, Person. Wendy. Person Dave. Warum ist das gerade so? Wendy, geh durch. So, Person. Dave gibt jetzt, bitteschön. Schalt aus die Taschenlampe. Gib Wendy die Taschenlampe zu Wendy. Ich muss, na, geh doch ran. Traust du dich nicht?
Hast du Angst vor ihr, oder? So. Ich gucke jetzt einfach mal gucken, dass ich so alles mitnehme, was ich brauche. Okay, ja, das ist also, wir hätten das Spiel wirklich nicht durchspielen können, weil es ist hundertprozentig notwendig, dass wir irgendwie was losschicken oder wegschicken. So, das heißt, wir brauchen jetzt einmal, muss uns jetzt Dave geben, die Kassette. Dann. So, den Briefumschlag, den hat nämlich auch noch Michael. Und wo ist Michael jetzt? Der ist jetzt hier draußen, ey. Oh, ey. Na ja gut, Wendy ist eh gleich auf dem Weg, also alles gut. So, also, das haben wir auch. Okay. Na dann, wollen wir mal los. Gucken wir mal, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ist natürlich jetzt blöd, dass alles in tiefster Dunkelheit ist. Macht mich ein bisschen kirre, ehrlich gesagt. Hat auch gesagt, er schaltet es ja nur ein bisschen, nur für kurze Zeit ab. Ja, aber ich meine, ich kann das Spiel auch in völliger Dunkelheit durchspielen. Das ist alles möglich. Ja. Gehe zu, gehe einfach dann, gehe die Treppen hoch. Ich klemm fest. Nee, jetzt. Warte mal, ich probiere jetzt mal was. Das kann doch nicht sein. Also, ja, es ist möglich, da so zu spielen, aber. Wie sieht es denn jetzt aus denn mit dem komischen Ventil da? Wo war denn das Ventil? Haupthahn. Schalt ein. Ja, geht doch. Boah. Ah. Okay, ich weiß jetzt zwar nicht, warum das jetzt plötzlich alles wieder hell ist oder so und warum der Haupthahn da so viel mit zu tun hat. Ich akzeptiere es jetzt einfach mal. So, und jetzt nehme ich Wendy. Jetzt wird es auch mal Zeit. Ja, also. Als allererstes muss ich in das Arbeitszimmer von Dr. Fred. So, da finde ich das Manuskript. Dave.
was ist? Tafel, Tischlampe, wo war's? Tisch und. Nein, nicht Tisch und Lampe. Aber wir können ja gerne mal unsere Taschenlampe einschalten. Ich meine, darauf kommt es jetzt auch nicht. Auf die paar Minuten. So, dann schalten wir die Lampe aus. Schalt aus Lampe. So, dann finden wir also im Tisch das Manuskript. So, dieses besagte Manuskript nehmen wir jetzt erstmal mit und müssen ins Musikzimmer und unsere letzten Hirnzellen schmelzen durch Fernsehen. Warum auch nicht, ne? So. Oh, hallo all ihr Autoren, Musiker und Spielprogrammierer. Ich bin Marketing und meine Firma veröffentlicht einfach alles. Schickt es einfach an die Adresse unten. Briefmarken nicht vergessen, hm? So, das haben wir gemacht. Jetzt wissen wir Bescheid. Aha, es gibt da also einen Typen, der alles annimmt, der wirklich keine Ansprüche hat ans Leben. Ja. Mit der. Okay, warte mal. Okay, jetzt müssen wir. Wo war hier eine Schreibmaschine? Bin ich blind? Oder bin ich blind? Wahrscheinlich bin ich blind. War hier im Wohnzimmer eine Schreibmaschine? Nee. Unten? Wahrscheinlich, kann sein. Ach, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Auf der Suche nach der heiligen Schreibmaschine. Ja. Tja, das war noch eine Zeit, wo man mit einer Schreibmaschine geschrieben hat. Das ist. Nee, hier war die doch auch nicht hier hinten, oder? Also ich weiß, dass es hier irgendwo eine Schreibmaschine gab. Ja. Es ist wirklich eine erbärmliche Vorstellung, was ich hier gebe, aber naja. Also unten auf keinen Fall, da war Küche, Essraum und so weiter und so fort. So. Hier rechts war ich ja schon, das war der Musikraum. So, dann gibt es ja jetzt nicht mehr viele Möglichkeiten. Es gibt, nein, geh mal da durch, ist schon richtig. Alles gut, meine Liebe. Es gibt theoretisch hier das Zimmer, ist aber nicht so. Es gibt ja das Zimmer, aber das hat keine Schreibmaschine. Hä, wo ist denn hier eine Schreibmaschine? Also, wir schalten nochmal hier. Komm, nee, komm, schalt mal die Taschenlampe aus. Wir müssen ja nicht unnötig Saft verschwenden. Hallo. Manchmal bleibt sie irgendwie mitten im Gang stehen. Ich habe das Gefühl, sie hat ein bisschen Angst davor. Hat Edna eine Schreibmaschine? Nee. Gibt's hier eine Schreibmaschine? Ach da, okay. Ja. Also, benutze Manuskript mit Schreibmaschine. So sieht sich wesentlich besser. Okay, das habe ich jetzt auch gemacht.
Okay. Also, wir nehmen jetzt also den Briefumschlag. Den wir natürlich nicht haben, den ich immer noch bei Michael habe, oder was? Oh, ich bin manchmal echt hier neben der Spur. So. Das heißt, Watschel, Watschel, Watschel. Treppe hoch. Wendy, ich habe was vergessen. Diesen angeschlabberten alten Umschlag. So, jetzt müsste Wendy den theoretisch benutzen können, um den. Ich tippe die Adresse vom Herausgeber. Mach das mal. Ja. Rülps. Ja, um das nochmal so ein bisschen zu untermauern. Dann werden wir das Manuskript in den zerrissenen Umschlag packen. Wie der und der ist unbrauchbar. Benutzt Briefmarken mit. Die bleiben nicht kleben. Ich mache noch mal kurz Pause. Tja. Tja, ja, wie deprimierend. Wir sind wieder mal in eine Sackgasse gelaufen. Es ist wirklich wahr. Wir sind in einer Sackgasse, denn dieser Umschlag ist jetzt zerrissen. Und der darf nicht zerrissen sein. Jetzt ist er nämlich unbrauchbar und wir können damit nichts mehr anstellen. Also wieder eine Sackgasse. Das heißt, ja. Das heißt, wir haben es abermals verkackt. Oder ich habe es abermals verkackt. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal, was wir jetzt machen. Ist irgendjemand im Knast? So, jetzt. Wir machen das jetzt mal irgendwie zu Ende. Das ist nämlich wirklich ein bisschen deprimierend. Diese 1000. Also, versteht ihr, was mein Problem ist, ja? Oder was sag ich mal, das Problem gerade bei diesen alten Spielen war? Du hattest halt so viele Sackgassen hier, wo du auch noch nicht mal wusstest, dass es eine Sackgasse ist, ja? Also, ich meine, zerrissener Briefumschlag, ja, blöd gelaufen, aber man würde sich ja denken, gut, man kann da trotzdem vielleicht. Sie macht das ja auch bis zu dem Punkt, ja? Sie schreibt das Manuskript um, sie hat auch den zerrissenen Briefumschlag trotzdem beschrieben, aber es reicht dann scheinbar nicht dafür, dass man ihn eintütet und ja, dann wirklich losschickt. Das ist wirklich blöd. Also, das Let's Play ist ein absoluter Misserfolg. Es tut mir leid, aber ich habe das Spiel so gut es geht gezeigt. Ja, wahrscheinlich nicht mit den Enden, die man sich jetzt wünscht, aber was wir auf jeden Fall jetzt noch machen können. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich jetzt das schlechte Ende geben, kann ich mir vorstellen. Wir haben den leuchtenden Schlüssel, können damit die Dinger hier öffnen. Dann machen wir das Tor auf. So, ich guck noch mal. Ja, wir benutzen das hier. Das war 8640. Und die Tür ist trotzdem abgeschlossen. 8640. Ja, ne? Das war ein Misserfolg, würde ich sagen, aber ich habe mir jetzt was überlegt. wir machen das jetzt so folgend, oder ich mache das jetzt so folgendermaßen. Ich werde das Spiel jetzt. Ja, ich werde das Spiel jetzt mit. Ich werde das Spiel jetzt nochmal ohne Aufnahme bis zu dem Punkt spielen, bis wir bei dem Finale sind, weil sonst würde sich das jetzt alles tausendmal wiederholen. Ja, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns, wenn
Ja, wir sehen uns wieder. Auch jetzt, ich werde das so zusammenschneiden, dass es in der Folge dann noch so weitergeht. Ja, und dass wir dann uns wiedersehen. Gut, dann bis dahin oder bis gleich.